Herzlich willkommen! Da sind wir wieder bei Unterwegs in Düsterburg. Ich hoffe, ihr habt die letzten drei Parts bei John McCloud geguckt. Dann wisst ihr ja jetzt auch, dass wir uns mittlerweile in einer vollen Gruppe befinden. Dankwart hat sich uns angeschlossen, der Okkultist. Und natürlich ist auch Libra nun in unserer Gruppe. Sie ist eine Kampfmagierin. Und nun haben wir die Möglichkeit, hier weiterzugehen. Das werden wir... Oh, was sehe ich denn da? Ein Heilkraut. Wir werden allerdings jetzt erstmal ein paar Sachen nachholen, die der liebe John übersehen oder vergessen hat oder einfach schlicht und einfach noch nicht wusste. Aber dank euch fleißigen Kommentarschreibern sehe ich schon wieder ein Heilkraut, ja sag einmal. Geil. Habe ich mir jetzt ein paar Sachen eingeprägt, die ich ganz gerne nachholen möchte. Schön, dass hier so viele Heilkräuter rumliegen. Und dazu... Du meine Güte, was ist denn das? Das ist dieser Nebel, von dem ich euch erzählt habe. Grandy, das ist kein Nebel. Ich bin zwar kein Fachmann in Sphärologie, aber ich denke, es handelt sich hierbei um einen Sphärenriss. Was soll das denn bitte sein? Wenn ich anfinge, euch das jetzt zu erklären, stünden wir mit Sicherheit noch morgen früh hier herum. Okay, es ist also kein Nebel, sondern ein Sphärenriss. Das ist ja interessant. Ja, was ich machen wollte, ich wollte erstmal was holen, denn das ist eine Sache, die wir ganz dringend gebrauchen können. Und die Sache mit dem Geist möchte ich auch noch ganz gern klären, bevor wir nach Düsterburg gehen, denn so viel zum Thema Einprägen, lieber John. das werde ich aber gleich noch nachholen. Wir müssen erst einmal, erstmal hier irgendwie, ich will jetzt nicht unbedingt gegen die Gegner kämpfen. Nein, sie kreisen mich ein. Gott verdammt, da kämpfen wir halt. Was soll's? Eisdämonen greifen an. Und da werde ich jetzt gleich mal Folgendes machen. Und zwar, Grandy wird ja einfach mal angreifen. Libra wird einen Flammenschlag auf die beiden machen. Und jetzt sehen wir es zum ersten Mal dankbar mit Wunder, Genesung, Allheilung, Tote aufwecken, Wunder, Stoßgebet. Das ist im Übrigen ein Zauber gegen Gegner. Zum Beispiel dieser Sternschauer, den möchte ich auch mal ausprobieren. Ach, wahrscheinlich... Ah, jetzt hat er... Wow! 34 und 37, na das geht doch mal. Dann wird Grandy jetzt garantiert den töten. Dann hätte ich mir wahrscheinlich den anderen Zauber auch sparen können. Aber jetzt Götter und Beistand. Wow, 47, das ist gar nicht mal so schlecht. Coole Sache. Nämlich habe ich gesehen, dass hier unten in diesem Baumstamm... Oh, da steckt was in diesem hohlen Baumstamm drin. Aber von hier aus komme ich nicht dran. Dann eben von der anderen Seite. Ein hohler Baumstamm. Dann hier vielleicht. Oh, sieh einer an. Eine Spitzhacke erhalten. Die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und sehe ich das richtig, dass wir jetzt hier gar nicht mehr runterkommen eigentlich? Macht er da nicht mehr so ein Ding? Okay, also wir kommen nie wieder in diese Höhle rein. Das ist ja auch mal interessant. Und haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Mit dieser Spitzhacke gibt es nämlich... Ja, es gibt so komische... Ja, ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Es gibt so komische Erdhaufen, an denen wir bisher immer vorbeigegangen sind. Und ja, das kommt davon, wenn man nicht wirklich alles anklickt in diesem Spiel. Denn so verpasst man eben auch so enorm wichtige Gegenstände wie diese Spitzhacke. So, die Sache mit dem Geist war folgende. Wow. Ja, er meinte, dass nordwestlich von hier irgendein Felsspalt ist, zu dem wir müssen. Den werden wir gleich mal suchen. Jetzt war... Ah, sieh mal an, die Schweine sind wieder da. Aber ich möchte erstmal... Ist das ein Erdhaufen? Nee. Wie sehen denn die aus? Ich glaube... Irgendwo da oben... war irgendwas, oder? Da, ich glaube, das ist so ein Erdhaufen. Oh, da ist erstmal noch so ein Killer-Kanickel. Das werde ich mal ganz kurz erledigen. Die zwei Killer-Kanickel, das ist nämlich... Ich pariere jetzt mit ihm, weil ich das einfach nur schnell mit der Magie erledige. Das wird garantiert... Zieh dir das Fell ab, Kanal... Was ist Kanalrad? Okay. So, das Killer-Kanickel ist weg. Und Dankwart greift an. Wow! Oh, Killer-Kanickel nimmt keinen Schaden. Ach, toll, jetzt hätte ich es ja doch noch. Ah, dann klicken wir halt eben durch. Komm, Killer-Kanickel, hau ab. Gewonnen! Jawoll! Fälle sind gut, denn der liebe John hat mich etwas geldlos dagelassen. So, über diesen Haufen können wir nämlich nicht drüber rennen. Und ich glaube, hier ist irgendetwas vergraben. Yay! Ein Kurzschwert mit merkwürdigen Runen auf der Klinge.
magisches Kurzschwert ausgebuddelt. Perfekt, genau das wollte ich. Was ist denn das magische Kurzschwert? Ist das für uns? Tatsache. Hui, ein magisch aufgemotztes Schwertchen. Aber es, glaube ich, verbessert uns irgendwie überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Na gut, wenigstens etwas zum Verkaufen. Ich gehe schwer davon aus, dass keiner von denen das gebrauchen kann. Was war das eigentlich bei Dankwart? Waffen, heiliges Amulett. Dolch, nee, lieber nicht. Okay, gab's noch mehr hier? Auf die andere Seite kommen wir ja, soweit ich weiß, im Moment nicht. John hat zumindest versucht und ich glaube, ich habe da auch keine Lösung dafür gefunden, wie wir da weiterkommen. Und da hinten, nee, das, da kommen wir auch gar nicht hin. Ist hier irgendwo noch ein Erdhaufen? Ich sehe jetzt nichts. Hier ist auch nichts, oder? Nee. Gut, dann wollte ich jetzt die Sache mit dem Geist machen. Und zwar, wenn der Geist hier ist, er meinte nordwestlich vom Fluss. Wenn das hier der Fluss ist, dann ist das hier Norden. Und dann noch westlich, nehme ich dann an über die Brücke. Und dann Feldspalt. Ist hier irgendwas? Moment mal! Okay, ich steuere es gerade nicht. Die Wand hier ist bröselig und moosbewachsen. Außerdem spüre ich einen leichten Luftzug. Aha. Da werde ich jetzt erstmal speichern. Und dann gucken wir uns das an. Ich könnte versuchen, mich durchzuhacken. Aha! Passiert da was? Oh. What the fuck? Okay. Ja, lieber Geist, ich soll hier deine Gebeine finden. Ich sehe zumindest drei Skelette. Vielleicht ist da irgendwas. Aber denn die Schatztruhe interessiert mich sehr. Wir müssen vorsichtig sein. Dies ist ein Ort des Bösen. Vor vielen Menschenaltern wurden hier schwarze Messen zelebriert. Nichts ist hier, wie es scheint. Okay. Okay. Ich gehe... genau über diesem komischen Zeichen. Das ist ein Hexagramm. Dieses Hexagramm. Wachsen schwarze Wurzeln aus der Decke. Aha. Bist du das Gebein? Schimmlige Knochen gefunden. Na also, vielleicht du auch. Oh. Oh, was für eine Hitze. Okay, vermoderte Knochen gefunden. Also kann ich hier nicht draufsteigen, ne? Auf diese Dinger. Ja, scheiße. Muss ich aber, sonst komme ich da ja gar nicht rüber. Wie sieht das lebenstechnisch aus? Ja, geht schon noch. Kann ich eigentlich den Zauber auch hier benutzen? Allheilung, 20 LP auf die Gruppe. Yeah, baby. Wunderbar. Dann brauchen wir in Zukunft auch... wow. Was geht hier vor? Oh, oh. Nein. Fuck. Wehe, jetzt ist hier nichts Lohnenswertes drin. Langschwert. Aber davon haben wir doch schon zwei. Also es ist wohl... ja, da ändert sich nichts. Okay, nun gut. Dann hoffe ich... hier ist ein Schacht, der nach oben führt. Da fällt von oben Licht hinein. Ah, vielleicht kommen wir hier wieder raus. Brüchige Knochen. Okay. Ich gucke mich jetzt trotzdem... hm, die Oberfläche dieser Statue sieht irgendwie merkwürdig aus. Irgendwie saftig. Ob ich das Ding mal mit der Spitzhacke bearbeite? Ich lasse es lieber. Nein, nein, das wird spaßig. Ups. Oh! Oh! Vorsicht, meine lieben Freunde. Das ist ein Dämon. Es kann nur durch Magie bekämpft werden. Oh. Ja, dann sind Julie und Grandy ja schon mal überflüssig, ne? Oder... ach, wir probieren's mal. Kostet ja nichts Magie. So. Auf was könnte ein Dämon denn anfällig sein? Machen wir mal Blitz. Und dann hilft auch nur das Stoßgebet. Oh! Auf alle! Scheiße. Geil, kritischer Treffer 1. Na super. 9 LP! Wow! 107! Okay, das ist natürlich dann schon wieder geil. Ich probiere es weiter, es kostet ja nichts, ne? Libra, Schockfrost und Dankwart natürlich das Stoßgebiet. Das ist ja der Hammer, was das abzieht. Denken wir am Arsch. Okay, eine normale Attacke, das ist okay. Schockfrost. Yes! 71! 8 LP verloren, immerhin. Und nochmal 80. Na bitte.
Da habe ich ja überhaupt gar keine Angst vor diesem Vieh. Komm, mach eine Attacke, was soll's. Magie, Schockfrost. Ja, ich glaube, besser geht's kaum. Und nochmal Stoßgebet. Geil! So ein kleiner Miniboss hier irgendwie. Und 105. Und das war's auch schon. Wuhu! Jawohl, 557 EP und 1400 Taler. Geiler Scheiß. Und Julie, Stufe 15. Bam! Jawohl, so muss es laufen. Okay, vielleicht sollten wir auf das Hexagramm nicht unbedingt treten. So, mal schön hier noch alles anklicken, damit wir nichts übersehen. Und hier komme ich auch nicht mit der Spitzhacke durch, komplett eingestürzt. Okay. Ich würde sagen, wir werden weiterkämpfen gegen die Viecher. Denn die geben gute Erfahrung, gut Geld. Und solange es nur ein Dämon ist, also da habe ich jetzt nicht so wirklich Angst vor. Schockfrost, Wunder, Stoßgebet, volle... Ah, okay, dieser schwarze Blitz ist schon ein bisschen ätzend. Der zieht schon wirklich viel ab. Aber mit Dankwart in der Gruppe wird da nicht sehr viel passieren. 80, so viel hat es jetzt auch nicht gehabt, glaube ich. Ich glaube, dreimal müsste jeder zaubern und das müsste dann schon reichen. Okay, ich nehme absolut keinen Schaden. Aber Grandy, ja, der geht jetzt schon langsam drauf hier. Ich würde sagen, wir haben eh nichts zu tun mit Grandy, dann kann er mal ein paar Heilkräuter ruhig raushauen. Oh. Oh, die Woge der Finsternis ist gut. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Huch. Autsch. Dann werde ich doch mal den Schwerttanz machen. Ich werde... Kann ich dann noch den Zauber machen? 14. Was bleibt mir denn da noch? Scheiße, 12. Aber ich muss sie heilen. Oh shit, oh shit. Denn ich möchte ja, dass sie die Erfahrungspunkte kriegt. Ich werde mich wohl um einen Hals auf meinen alten... armen alten Kopf bemühen müssen. Ja. Das machen wir aber erstmal hier mit der Libra. Uiuiui. Ui, ui. Der macht mich platt, Granny. Tu was. Ja, vielleicht so. Nein. Okay, 13, 17. Das ist überhaupt nicht gut. Heiltrank auf Dankwart. Magie von Libra. Und er macht Heilung auf Libra. Scheiße. Das ist jetzt eher nicht gut. Ah, scheiße, jetzt kriegt Dankwart keine Erfahrung. Shit. Egal, der ist ja eher auf Level 15, das ist nicht ganz so schlimm wahrscheinlich. So, dann kann ich eigentlich was... Kann ich sein Können benutzen, wenn er hier tot ist? Nein, geht nicht. Das ist interessant, okay. Dann muss ich wohl ein Riechsalz auf ihn setzen. Und dann machen wir Heiltrank. Normales Heilkraut. Ah, Julie. Kann man Julie eigentlich mit einem Zauber heilen? Dazu muss ich erstmal Magietrank machen. Und dann will ich mal so und dann hier auf Julie. Yes, dann brauchen wir auch nicht wieder kein Hundefutter mehr herstellen. Na also, komm, dann machen wir den letzten Dämon auch noch. Da kacken wir uns mal nix. Wunderbar. Das ist geschenkte Erfahrung. Da sage ich mal nicht nein, ich mache jetzt einfach Parade, was soll's. Wunder, Stoßgebet. Ja, da hätte jetzt die Parade vorher natürlich etwas mehr geholfen, weil dann hätte ich jetzt wahrscheinlich keinen oder zumindest sehr wenig Schaden genommen. Ja, was soll's. Vielleicht gilt das ja auch noch für die nächste Runde, wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Schockfrost, Wunder, Stoßgebet, das ist die perfekte Kombination für diesen Dämon hier. Ja, immerhin, Julie, immerhin. Der Wille zählt, ne? Wir beten zu den Göttern und das war's auch schon. Wow, wir sind so stark, ich finde das einfach so geil. So, Stufe 16 für Julie. Wunderbar. Die schwarzen Wurzeln an der Decke zittern. Und irgendwie riecht es verbrannt. Was es auch für ein Geschöpf gewesen sein mag, das hier verehrt wurde. Wir haben ihn einen schweren Schlag versetzt. Granny Stufe 15 erreicht. Finte gelernt. Fett. Geil. Was ist denn Finte? Ein Täuschungsmanöver, das man hier Gegner verwirrt. Okay. Ja, warum eigentlich nicht? So, Heilkraut. Und nochmal Magietrank auf Libra. Wunderbar. Ups, das wollte ich nicht. Was für eine Hitze. Können wir mehr gar nicht dann hier machen, oder wie? Okay. Ich gucke trotzdem nochmal von allen Seiten. Nee, und hier nehmen wir nur Schaden, ne? Okay. Na dann war's das wohl. Sollen wir hochklettern? Ja, klar. Wo kommen wir denn jetzt raus?
Ach, sieh eine an, auf der anderen Seite. Es wird immer kälter, je mehr wir uns diesem Baum nähern. Oh ja, das ist ja eine coole Seite. Und ich würde sagen, was uns auf der anderen Seite hier dieser Welt noch so erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge.